Moin Freunde gepflegter Rockmusik, herzlich willkommen im kleinen Rockarchiv. Lasst gerne ein Abo, Like, Kommentar da, gebt auch gerne mal weiter, was wir hier so machen. Wir freuen uns. Heute geht's ins Jährchen 2007 zurück, zu einer Band, die heißt Backdoor Slam. Das Album, um das es geht, heißt Roll Away. Klassischer Bluesrock. Drei junge Musiker, frisch von der Schule, kommen von der Isle of Man. Hier mal ein kleiner Blick ins Booklet. Und wie bin ich damals drauf gekommen? Ich hatte mal so eine Phase, wo ich unglaublich gern Bluesrock gehört hatte. Hat man ja so manchmal. Und da lief mir dieses Album über den Weg und vor allem ein mit Davy Knowles, dem Bandgründer, einem, wie sagt man so schön, blutjungen Sänger, der aber röhrt und singen kann wie, ja, der klingt wie ein junger Joe Cocker. Also manchmal ist es irre, wie ähnlich das klingt. Nur irgendwie, also meiner Meinung nach, besser. Dazu ein tolles Gitarrenspiel. Überhaupt die Rhythmussektion, wie es so auch immer so schön heißt, ist hier total klasse. Das Album fängt mit einem schönen kleinen Basslauf an. Ein Stück Come Home, dann kommt Schlagzeug und so ein bisschen ganz wenig Gitarre dazu. Und dann kommt diese wirklich markige Stimme dazu. Das ist schon sehr geil. Anspieltipps für mich wären hier das traumhaft schöne Stay, der Opener Come Home oder auch das Titelstück Roll Away. Aber eigentlich ist das ist ganz völlig rund, das Album. Kann man super durchhören. Und eigentlich, hier nochmal, müsste man denken, dass dieser Band ein Riesenerfolg beschieden wäre. Es gab ja mal so eine Zeit mit Henrik Freischlader und ach, was weiß ich, wer. Gibt ja zig Blueser, die noch unterwegs sind. Kenny Wayne Shepherd und hast du nicht gesehen. Aber irgendwas passierte, denn auch wenn diese Band eine Zeit lang zum Beispiel mit Goth Mule tourte, Davy Knowles selber mit Jeff Beck manchmal auch unterwegs war, der Riesenerfolg war denen irgendwie nicht beschieden. Es folgten auch nicht mehr viele Alben und 2009 wurde die Band eigentlich auch schon, ja, aufgelöst. Seitdem ist Davy Knowles mehr oder weniger alleine, beziehungsweise als Davy Knowles and Backdoor Slam unterwegs, aber er ist es alleine und Platten bringt er eigentlich jetzt nur noch unter seinem Namen raus. Diese Scheibe hier gibt es auch als ziemlich seltene Deluxe-Ausgabe mit Bonus-Tracks, aber dann auch schon unter dem Titel Davy Knowles and Backdoor Slam. Also irgendwas muss da auch mal passiert sein. Ich vermute, dass die sich nicht mehr so gut vertragen haben und sich deshalb, wie heißt es so schön, musikalische Differenzen ergeben haben. Das ist wirklich furchtbar schade. Wir haben ja, wie gesagt, tollsten Bluesrock, der etwas Großes draus werden können, aber leider war dem nicht so. Die Scheibe kriegt man noch, man kriegt sie auch relativ günstig. Bei verschiedenen Händlern, bei Discogs ist sie günstig drin, beim großen Versandhändler mit A ist sie sehr günstig drin. Folgescheiben gibt es halt auch. Wer das Original haben will, guckt einfach nur unter Backdoor Slam. Wer nicht das Original haben möchte, guckt unter Davy Knowles an Backdoor Slam. Und wer einfach mal wieder richtig, richtig, richtig guten Bluesrock hören möchte, der guckt mal nach dieser Scheibe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich danke fürs Zuschauen. Guckt gern mal wieder rein und hört euch mal Backdoor Slam, Roll Away, ein tolles Bluesrock-Album an. Rock on!